Hallo und herzlich willkommen zu diesem Replay von World of Tanks und dementsprechend schön, dass ihr da seid. Diesen Panzer, den ihr hier seht, den T-34-3, hat sich einer von euch gewünscht, dass er den unbedingt mal sehen will und ich habe es echt probiert. Ich habe mich versucht daran, aber ich komme einfach mit dem nicht zurecht und ich kriege keine so eine schöne Runde hin, wie ich es einfach dann gerne zeigen wollen würde. Dementsprechend habe ich mir ein Replay rausgesucht von Toreng. Keine Ahnung, ob es ein deutscher ist oder nicht, aber dementsprechend habe ich mir mal da einfach ein Replay von VOD Replays geklaut und wir schauen uns das hier jetzt also mal an, weil, ja, es gab leider keins, was ich von euch in den letzten Wochen bekommen habe. Zumindest habe ich keins gefunden. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie er den spielt. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer sich den gewünscht hat. Ich glaube, es war beim Type 59 Video. Und ich finde, dieser Panzer hat einfach sehr viele Nachteile. Interessanter Blindshot. Er hat sehr viele Nachteile, weil er hat eine sehr lange Nachladezeit. Er hat eine sehr ungenaue Kanone. Er hat eine sehr lange Einzielzeit. Das ist alles so, wo nicht ganz begünstigt. Er hat eine Kanone, die... Oh, ich will jetzt nichts verpassen. Kanone mit 175 Durchschlag und 250 mit Premium. Und natürlich bei so einem Matchmaking wie hier, 8er, 7er, 6er Gefecht, da muss man einfach sagen, da kann man natürlich mit 175 schon ganz gut agieren, aber gegen höhere hat er echt ein Problem. Und die Gun Depression, finde ich auch so eine Sache, die sehr wichtig ist. Die ist eher verhalten, also nach unten kommt die Kanone so gut wie gar nicht. Also deswegen, wenn es immer mal heißt, Premium-Panzer und was würde man empfehlen und welchen würde man spielen. Ich persönlich mag Panzer im mittleren Bereich, wo man einfach mal ein bisschen snapshotten kann, wo man einfach mal zack rausfahren kann, wieder zurückfahren kann und fertig. Das ist mit dem eigentlich nicht so leicht machbar. Also, dass er trifft, das braucht schon ein bisschen Glück. Also, deswegen nach wie vor, wer mich fragt, was er sich kaufen soll, ich würde CDC oder Mutz sagen, das sind so meine zwei Favoriten. Man sieht aber auch in einem Matchmaking wie hier, dass er da mit seiner Kanone durchaus viel Spaß haben kann, weil natürlich ist der Alpha für einen mittleren Panzer sensationell. Also solche Schellen dazu verteilen, das muss man erstmal machen. Es hat das Glück, dass der Japan-Tiger, sage ich jetzt einfach mal ganz dreist, da hier mit HE schießt, der dicke Max abprallt. Und man sieht, wie lange das Einämmen braucht. Also auch aus der Fahrt heraus trifft der sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn man aber lange eingeaimt hat und weiß, dass der Tiger da gleich rauskommt, dann geht's ganz gut. So. Auf die Distanz trifft man dann auch aus der Fahrt heraus ohne größere Probleme. Da klappt's dann ganz gut. Dann nehmen wir sich noch einen Type 64. Der aber komplett weg von ihm fährt, leider. Jetzt will er den zwar jagen. Vielleicht kriegt er den Kill hier noch. Ja. Also auf kurze Distanz klappt das Treffen super. Da gibt es gar kein Problem. Und was ich lustig finde, setz mal hin. Er hat bisher 2000 Schaden und schon eine sehr gute WN eingefahren. Also zum WN-Pushen scheinbar sehr funktionabel, das Gerät. So, jetzt der Ferdinand. Das ist ein schwierigerer Schuss. Und prompt geht er mal nicht durch und macht prompt auch mal keinen Schaden. Also gleichstufiges und frontal wird schwierig, aber ja gut, jetzt macht es ja ihn leicht, ja. Wenn er den nicht macht, dann weiß ich auch nicht, welchen er machen soll. Da der Uni. Wie gesagt, der Alpha ist super geil. Also den muss ich sagen, den hätte ich gerne auf einem anderen Medium auch. Aber wie gesagt, die Hauptkriterien, die für mich zu einem mittleren Panzer gehören, die erfüllt er nicht. Also das ist dementsprechend mal etwas, wo ich sag, braucht ihr jetzt nicht unbedingt euch kaufen. Spart das Geld, investiert es in einen anderen Panzer oder geht mal zwei, dreimal mehr zu McDonald's, was weiß ich. So, und jetzt kann er aber hier den dicken Max schön umfahren. Dementsprechend nimmt er ihn auch easy peasy raus. Und jetzt geht's Richtung Gegner da hinten. T28 Prototyp, Tiger 1,
Der Churchill, also da hat er hinten noch ein bisschen was. Seine TDs liegen da schon auf der Lauer, aber er macht jetzt hier den etwas längeren Weg. Oh, da bekommt aber den Churchill sowas von gut. Und man muss dazu sagen, er hat bis hier in dem Match wirklich das Glück, so aufzutauchen und die Gegner so vor sich zu haben, dass er wirklich natürlich ganz klar die Stärken von dem Panzer zeigen kann. Die Schwächen kommen hier nicht wirklich zum Tragen. Wobei er jetzt sogar Premium schießt. Aber am Ende der Runde bekommt er immer noch sehr, sehr gut raus. Also von dem her kann er sich auch Premium erlauben. Aber zeigt trotzdem, wie gesagt, auch wenn es eine gute Runde ist. Ich will die Runde nicht immer schmäler reden. Aber ich muss halt einfach sagen, ich finde den Panzer halt nicht gut. Ich könnte natürlich auch gerne, und an die Leute gerichtet, die den Panzer lieben, mal eure Meinung dazu schreiben und sagen, vielleicht bin ich einfach auch unglaublich untalentiert mit diesem Art von mittlerem Panzer. So, den nimmt er jetzt sehr einfach raus. Der Oni, der bleibt da mit dem Heck zu ihm. Das heißt, auf den kommt er super einfach drauf und kann da ihn perfekt ketten. Oh. Das alles mit Premium-Granaten. Also könnte man auch locker da auf jeden Fall mit normalen Granaten schießen. Weil am Heck hat er 150 Panzerung. Da kommt er gut durch. Jetzt muss er da fahren, weil der Tiger 1 da an ihm dran ist. Und jetzt hat man ganz kurz gesehen, Gun Depression kam er nicht runter. Jetzt nochmal auf die Kette. Also Thema Gun Depression ist einfach so ein Thema mit dem. Gefühlt hat er gar nichts. Ramtin kriegt 119 Schaden und er macht nichts. Jo, not bad. Aber er hat schon 8 Kills auf der Uhr. Also Premium-Granaten ja nicht nur zum Schaden machen, sondern auch die Runde abzusichern. Und sie ist einfach so knapp, dass man das natürlich machen muss. Und man sieht halt einfach mal, wenn er zuschlägt, sowas wie jetzt auf dem Tiger 405 Schaden und das mit einem mittleren Panzer, das ist halt schon eine coole Sache. Da hat er wenig eingeaimt, der ging sehr, sehr gut. 9 Kills. Und letzte Premium-Granate, die er überhaupt hat. Ah, boah. Auch schnell geschossen, gar nicht so lange geaimt. Let me kill, er will natürlich die Medaille. Wow, 33 und er holt sie sich. Ja, 10 Kills, 5571 Schaden gemacht. Replay war super, also von der spielerischen Leistung bzw. von der gezeigten Leistung sehr gut. Der Panzer selber wird mir aber wahrscheinlich nach diesem Replay trotzdem nicht besser gefallen. Wie gesagt, lasst mir mal eure Meinung da. Wird mich auch sehr interessieren. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.